manchmal wäre ich wirklich lieber keine Giraffe. Es ist bestimmt viel besser, wenn der Hals nur so lang ist wie bei einem, Dackel. Versuch es doch einfach mit Bücken, das könnte funktionieren. Toll, dann biege ich mir wahrscheinlich noch eine Kurve in den Hals. Danke, ich verzichte. Alles in Ordnung bei euch da hinten? Alles okay, wir sind gleich bei euch. Keine Angst, ich habe sie im Blick. Sie sind nach links abgebogen. Sieh mal an, so ein langer Hals kann ja auch ganz nützlich sein. Natürlich, manchmal gibt er einem eine ganz andere Sicht auf die Dinge und man entdeckt Sachen, die anderen entgehen, wie das hier zum Beispiel, ein Lampion. Der ist ganz sicher nicht auf einem Baum gewachsen, würde ich sagen. Du, den muss irgendjemand mitgebracht haben. Und dann hat er gewartet, bis es dunkel wurde und hat ihn entzündet, als Scherz oder um den Weg zu beleuchten oder vielleicht um anderen Angst zu machen. Aber dann ist das Ganze außer Kontrolle geraten und hat ein Feuer ausgelöst, so wie das, was wir letzte Nacht gelöscht haben. Wer könnte das gewesen sein? Wir waren doch als Einzige letzte Nacht im Wald. Du glaubst doch nicht, dass wir einen Saboteur in unseren Reihen haben, oder? Was habt ihr denn so lange gemacht? Wir warten schon eine Ewigkeit auf euch. Herrschaften, ich fürchte, wir haben ein Problem. Wir versuchen mal, das zu klären. Der geheimnisvolle Saboteur muss gar keiner von uns sein. Das stimmt. Er könnte ein Rivale sein, der unsere Mannschaften fürchtet. Vielleicht hat er erfahren, dass wir mit Elmos Hilfe unschlagbar werden und will uns deshalb aufhalten. Oder er hat vielleicht gehört, wie gut ich mit meinem Schwanz dribble. Oder vielleicht, wie ich mit dem Ball zaubern kann. Das macht ihm richtig Angst. Nicht übel. Wirklich nicht schlecht. Auf jeden Fall sind wir auf der Hut. Aber jetzt ist erstmal wichtiger, dass wir Elmo finden. Deshalb sind wir hier und das werden wir auch tun. Habe ich recht, Jungs? Ja! Also dann los. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Hier lang. Wir müssen weiter. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Meldefrist für den Waldpokal endet. Na sowas, oha, auch das. Das hat uns gerade noch gefehlt. Oh nein. Tja, wenn wir nicht außen rum kommen, müssen wir wohl rüberklettern. Von hier aus wirkt das ganz schön steil, wenn du mich fragst. Das schaffen wir schon. Sportive Sportler, die wir sind. Ihr mögt vielleicht Sportler sein, aber für mich sieht das nach einer guten Gelegenheit aus, ein paar von euch loszuwerden. Folgt mir! Ich habe sowas schon mal gemacht. Der Fels ist hier, härter. Bist du sicher, Carlo? Traust du mir nicht? Natürlich bin ich sicher. Na los, klettert schon mal vor. Ich komme gleich nach. Oh, was für süße Küken. Autsch, du fieser, kleiner, geflügelter Flattermann. Ups, das war nur ein Scherz. Er ist wirklich ganz zuckersüß. Au, ouch, au, oh, das tut weh. Schon gut, schon gut. Ihr habt gewonnen. Hilfe! Hilfe! Das war hart, aber wir haben es geschafft. Wo bleibt ihr denn? Wir warten hier schon ewig. Wo ist Carlo? Hier bin ich. Das war ein Kinderspiel. Das habt ihr gut gemacht, Jungs. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Da. Oh!
denke, wir gehen besser einzeln rüber. Wenn wir alle zusammen gehen, dann wird die Brücke wahrscheinlich zusammenkrachen. Geh du zuerst, Carsten. Ich regel das hier. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Jungs. Jetzt du, Loopy. Ja, er ist drüben. Also gut, jetzt nicht. Ich bin bereit. Jetzt mal nicht so forsch und voreilig, mein Freund. Der Einzige, der hier zu Carsten und Loopy rübergeht, bin ich. Und meine Mannschaft ist die Einzige, die den Waldpokal gewinnt. Und weil ich nicht die Absicht habe, Elmos Geheimnis mit euch zu teilen, sage ich Sayonara, Jungs. Was macht er da? Er hat das Seil angeschnitten, das bedeutet... Er ist der geheimnisvolle Schurke, der unsere Expedition sabotiert. Das schafft er nie. Schnell, Carlo! Die Brücke kracht gleich ein! Wir müssen irgendwas tun. Lange kann er sich nicht festhalten. Aber wie sollen wir zu ihm runterkommen? Boote, alle Mann an Bord! Hilfe! Hey, Jungs, die Seile reißen auch auf dieser Seite. Schnell, ich kann nicht schwimmen. Gib mir deine Pfote, Carlo. Wie soll ich denn das machen? Komm schon, noch ein paar Zentimeter, dann hast du es geschafft. Oh, du bist schwer, Carlo. Wo bin ich? Bei Freunden. Carlo ist in Sicherheit. Das war klasse Teamarbeit, Jungs. Seht mal da. Nach den Stromschnellen kommt ein Wasserfall. Ein Wasserfall? Die Felsen werden uns stoppen. Kommt schon, Leute. Wir sind noch nicht gerettet, Manni. Die Baumstämme halten nicht lange. Die Strömung ist zu stark. Wir können nicht ans Ufer schwimmen. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, Carsten, aber ich bin beim Freischwimmer durchgefallen. Das ist Elmo. Er kommt, um uns zu retten. Lasst mich zuerst gehen. Wenn es mein Gewicht hält, dann wird es euch auf jeden Fall auch halten. Danke für das Seil, Elmo. Wir kommen. Elmo? Elmo! Komisch, er ist wie vom Erdboden verschluckt. Er kam genau zur rechten Zeit. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn gemacht hätten. Ich muss zugeben, da hatten wir uns ganz schön was eingebrockt. Genauer gesagt, du hast uns das eingebrockt. Es war alles meine Schuld. Ich wollte ihm unbedingt gewinnen. Ich habe euch alle in Gefahr gebracht. Die Lampions da im Wald hätten uns beinahe erledigt. Hast du denn gar nicht nachgedacht, Carlo? Könnt ihr mir jemals wieder verzeihen? Du hast dir einen ganz schönen Schnupfen geholt. Das muss von dem Sprung in den Fluss kommen. Das Wasser war eiskalt. Gesundheit. Mit dieser Erkältung
bin ich keine große Hilfe. Ich rieche nichts mehr. So kann ich Elmos Fährte nicht finden. Ich kann ihn aufspüren. Meine Nase ist sehr gut. Ich wittere schon was. Ich führe euch zu Elmo. Versprochen. Und diesmal mache ich bestimmt keinen Quatsch. Wir werden dir vertrauen müssen, Carlo. Du bist unsere letzte Chance, Elmos Versteck zu finden. Der Waldpokal wartet nicht auf uns. So viel ist sicher. Wir verzeihen dir, aber versuch nicht nochmal, uns reinzulegen. Ihr könnt mir vertrauen, Freund. Right in there and have a shot. You can play your winning card. Use the right tricks that you know. Dribbling, running, dodging. With a kick you'll score a goal. A secret for you to discover. The way to play and love the game is have a good time all together. We're the champs when we play with you. If you wanna play, you wanna score, make the crowd roar. To have some fun and be a champ, join the band.